Hallo Leute, wir machen jetzt hier ein Intro für den Z-Plus-Kanal. Wir sind ja heute auf meiner Meisterschaft, Ronny Rogge Classic. Und wir machen jetzt einen Rundgang, zeige ich euch mal, was abgeht. Jetzt gehen wir in den sozusagen Vorbereitungsraum, also Backstage. Guck, hier ist auch ein Angemalter. Ah, da riecht es auch ganz gut hier, schön nach Farbe und Furz. Also wie gesagt, die Leute müssen halt hier an diesem Tag, für Leute, die jetzt zuschauen und keine Ahnung haben von Bodybuilding oder Classic oder Figur oder Bikini, also die Leute müssen halt heute ihre hundertprozentige Form bringen. Das heißt, so wenig wie möglich Wasser und Fett unter der Haut zu haben, um dann halt die Teilung oder Abtrennung von den Muskeln sehen. Also jetzt wie zum Beispiel bei ihm jetzt hier Schulter-Arm-Partie, dann nochmal unterteilt in Brachialis, Bizep, Trizep. Das ist halt der Nachteil, dass, wie gesagt, die Leute sich halt später fürs Bodybuilding entscheiden oder auf die Bühne zu gehen, wenn man sich vorher so komplett tätowieren lässt. Das ist dann immer für die Kampfrichter, gibt's immer meistens Punktabzug. Genau, da drinnen, das sind die Sprühkabinen, damit halt die Farbe nicht, ja, muss halt alles meistens abgeklebt werden. Kommt ja auch immer extra eine Firma hier, die das machen. Das sind da richtige Profis, also nicht irgendwie kann man auch selber machen zu Hause mit der Rolle. Am besten ist halt schön gleichmäßig alles, dass man nicht fleckig wird und irgendwelche Ansätze hat oder Rollstreifen. Man bereitet sich halt 3 oder 4 Monate vor. Das sind ja nicht mal 15 Minuten, wo das entschieden wird halt, ne? Genau, die Biochemie spielt eine ganz große Rolle halt, ne? Wenn du jetzt aufgeregt bist, hast Adrenalin, natürlich nicht so von Vorteil, weil dann ziehst du wieder Wasser. Du musst halt immer cool bleiben. Wenn du irgendwelche Kampfsportarten machst, dann kannst du diese Adrenalinausschüttung haben, um deinen Körper zu schützen vor Schmerz oder dass du schmerzempfindlicher wirst. Aber fürs Bodybuilding ist es ganz, ganz schlecht, nervös zu sein. Du musst halt mit dir zufrieden sein und nicht dann, oh Gott, die anderen sehen so aus, die sehen alle besser aus wie ich. Dann geht's los und dann verschwimmt die Form halt, ne? Wenn du dann noch was Falsches laden tust, muss man halt schon mal ein paar Testläufe machen, um rauszufinden, was für einen selber gut ist zum Laden oder nicht, dass man dann irgendwas isst und dann auf einmal hat man Blähung, hast dann mehr Volumen halt, ne, im Bauch und ziehst Wasser. Also das ist jetzt hier die andere Halle. Die ist zwar größer, aber der Nachteil ist, dass es hier kein Catering gibt. Aber wie gesagt, ich hatte mir Urin und habe mir selber was mitgenommen. Gut, ist jetzt nicht für mich so schlimm, aber ich sag mal, für alle Gäste, die hier kommen, ist es halt jetzt nicht so von Vorteil. Und deswegen, falls es wieder hier sein sollte, die nächste Ronny Rogge Classic, das auf alle Fälle nicht geben, weil das ist ein absolutes No-Go. Da muss halt das Geld investiert werden und wie auch immer, muss halt was geben für die Leute, weil ansonsten bleibt dann halt auch die Kundschaft weg. Wir gehen mal hinter, gucken mal, was die Athleten so machen. Ja, hier, das sind die Kollegen von Zec Plus, hier die Twins. Danke auch, das war die Rockenshow hier in Leonberg. Komm gerne vorbei. Oder wir sind ja schon hier. Ja, schön, dass ihr da seid. Und ihr seid ja auch aktuelle Profis, ne? Ja. Ja. Gut, wenn der eine Profi wird, dann kann der andere ja, muss ja Profi werden, ne? Trainiert ihr auch immer zusammen und so? Okay. Wie, kennt ihr den Film aus der 80er, Die Barbaren? Sagt mir was, ja. Muss noch mal angucken, unbedingt. Aber das war so die Zeit, weil das war ja damals so in der 80er oder 90er Jahre, das war genau 89 oder 90 kam der Film. Also Social Media, ich hab's vorhin schon mal gesagt, du warst halt damals in deinem Dorf. Ja. Und du bist da halt nicht raus. Also, dass du irgendwie mal, gerade zu DDR-Zeiten, bei uns war es ja noch schlimmer, wir hatten ja nicht mal ein Telefon. So, und dann kommt das. Und dann kommen ja diese ganzen Programme, RTL, Pro7, Sat1, das kam ja alles dann nach der Wende. Und dann lief das halt. Wenn ich es jetzt angucke, dann sage ich, okay, die sind schon gut rund und dick. Ja. Aber für damals, das war so über Space. Also ich habe das gesehen, ich war wie geschockt, wo man sagt, dass man so viel Muskeln haben kann. Weil meine so Motivation war, ja, Sylvester Stallone, Van Damme, Rocky und so. Ne, so wo du sagst, die haben die Körper, wo du sagst, den will ich auch haben. So dieses Bodybuilding, gut, in die Filme haben die ja nie mitgespielt. Aber die Barbaren, also die Brüder, die hatten das extra im Film. Der Film hieß Die Barbaren. Ja, das also wie Conan der Barbar halt, ne? So ein Abklatsch halt, aber cool gemacht, ein bisschen kitschig und so, aber ja, die hatten auch so 110 Kilo beim
bei 1,75 Meter oder so. Das war schon viel Fleisch. Mit diesen Maßen, Umfängen, hat sich das alles schon sehr krass verändert halt. Ne? Ronnie Coleman hat gesagt, damals hat er nicht mal so viel Erfolg gehabt wie heute. Ja. Heute steht er nicht mehr auf der Bühne und hat mehr Erfolg als schon traurig. Ja. Aber heute durch Social Media und alles hast du halt viel mehr Reichweite. Also danke fürs... Kein Problem. Euer gerne mal auf jeden Feedback. Fall Training zusammen. Ja, mach mal. Gehen wir mal rein in die Halle, oder? Herr Ronny, du machst eine kleine Aussprache über ihn. Ich übergebe dir das Mikrofon. Also ich freue mich, dass die vierte Ronny Rockestraße stattfindet, dass die Leute das wollen. Ich freue mich, dass die Athleten begeistert sind, dass wir hier namens Meisterschaft erscheinen können. Damit noch an sich. Das war die Ronny Rongel Klassik. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt es gerne in den Kommentaren schreiben und euch maximale Erfolge.